Herzlich willkommen zurück bei Watch Dogs. Wir fahren jetzt zur Siegesfeier von Zetzek. Also wir wurden eingeladen, ob wir zur Siegesfeier kommen wollen. Und das lassen wir uns natürlich nicht entgehen, da wir einen großen Teil dazu beigetragen haben, dass das so glatt läuft alles. Wir haben ja die ganzen Daten organisiert und Sicherheitscodes. Als einige Bürger ihn... Jagdorf, AD Pierce kam heute einen Schritt weiter, als Bürger ihn mitten in Downtown Chicago sichteten. Eine gewagte Aktion. Einige Bürger glauben, dass der Rächer demonstrieren wollte, dass die Polizei unfähig ist. Was halten Sie von den Versuchen der Polizei, den Rächer zu schnappen? Dieser Typ stellt sich da mitten in die Menge. Und die schnappen ihn einfach nicht? Hey, das ist ein Statement. Er ist ein Krimineller. Vielleicht sogar ein Mörder. Warum läuft er immer noch frei herum? Mein Bruder ist Kopf. Und ein guter noch dazu. Einer von den Ehrlichen. Es liegt an diesem CTOS. Jetzt müssen weniger Cops einen Gröten. Ja, die Cops. Ah, das ist Autoradio. So. Auf zur Siegesfeier, oder was gibt's jetzt? Wie heißt die Mission eigentlich? Habe ich jetzt gar nicht geschaut. Umeni glaubt, sie könnten sich in der Stadt verstecken. Aber wir wissen, wo ihre Server stehen. Wir brauchen deine physischen Skills. Wir werden die Zugangsdaten bald einsetzen. Aber die werden Leute rausschicken, um unseren Hackversuch zu stoppen. Und du stoppst diese Leute. Bist du dabei? Ja, los geht's. Aber unter einer Party habe ich mir was anderes vorgestellt, Junge. So. So, haben wir denn noch so ein CTOS-Scan-Ding? Ja. Nimmt an Zombie-Walks teil, sehr coole Sache. So. Schauen wir mal, wie wir am besten hier reinkommen. Ja, das hat doch schon mal was. Eins, Nummer zwei. Nummer zwei. Was soll das? Huch. So, hätten wir schon mal ein paar davon ausgeschaltet. Was haben wir hier noch? Auch keine mehr, da drüben sind aber bestimmt noch welche, oder? Ja, da sehen wir doch schon die nächsten. Alter, was hast du denn für riesige Granaten dabei? Okay, dann wollen wir mal. So. Wieder einer weg. Dann warten wir, bis der rüberläuft und den erschießen wir an derselben Stelle. Wenn er dann weitergeht. Hat unrechtmäßig ein Patent angemeldet. Böse Frau! Arbeitsvisum abgelaufen. Wäschereiangestellter. Irgendwie erinnert mich das an Breaking Bad.
Und wieder zwei weniger. Schön vorsichtig und sachte erstmal da oben aufräumen. So, wo gehst du jetzt hin? Kommst du jetzt runter? Oh, was machst du denn da oben für komische athletische Sachen? Diese Zeitlupen-Regentropfen sind geil. So, können wir wieder nachladen. Und dann gehen wir jetzt mal langsam hoch hier. Wollen wir die Leute langsam so größtenteils ausgeschaltet. Und irgendwie tingeln die alle da unten rum. Nächste. So, kurz mal ein bisschen langsamer gemacht und in den Kopf geschossen. Den lässt er, oh Gott, nicht runterfallen. Das war die Explosion, die hat ihn ja alles umgeräumt. Hey, wieso drehst du ihn wieder um? Komm ich hinterher? Und tschüss. So. Na, pack die Waffe weg. Wir wollen sprinten, nicht die Waffe ziehen. Komm. Der Virus auf den Laptop. Der steht hier aber auch bekloppt. So ist. Oh Gott. Laufender Panzer. Und Scharfschütze. Klasse. Gott, ich hasse die Typen. Der Zweck toleriert keinen Justizirrtum. So, sichern wir das hier mal alles so ein bisschen. Falls hier doch noch jemand hochkommt. Glaubt ihr, wir könnten das nicht? Euch ausschalten? Na, kommt noch jemand oder? Umsonst platziert die Bömmchen. Mal hier reinschauen. Nee, sonst. Glaubt ihr, wir könnten das nicht? Euch ausschalten? Wir schalten jetzt die Lichter aus. Passt gut auf. Na, Blackout. Na, was ist jetzt mein Ziel? Entkommen? Keine Chance, dass er uns entkommt. Der Verdächtige muss ganz nah sein. Wir suchen weiter. Okay. Sie
suchen nicht gut. Das finde ich schon mal sehr gut. Der Heli dürfte mich hier unten auch nicht so leicht entdecken. Wir sehen mal nördlich von eurer Position nach. Ja, mach mal. ...15% noch. 12. Fünf. Wie es aussieht, schaffen wir es, uns bedeckt zu verhalten, damit niemand mehr kommt. Ja, Elle. Boah, Gott, geschafft. Schreib deine Fahndung aus. Das war sehr mutig. Und während Umeni verzweifelt um Erklärungen kämpft, deponieren wir unser größtes Geheimnis. Tief in ihrem Netzwerk. Schlummernd und abwartend. Doch fürs Erste feiern wir. Bitte passende Garderobe. Die habe ich immer. Das war der Auftrag, herunterfahren. Yay, Zusatzakku. Diagnose: sexuell übertragbare Krankheit. Uncool. Okay, haben wir jetzt die... Ja, versuchen wir es nochmal. Will nicht, okay. Na, was sagt die Fortschrittsanzeige? 69%. Ja, haben wir auch irgendwo diese Nebenmission von DedSec hier mit drin? Ne. Kann man kurz auf die Karte schluschern. Weil die Party würde ich hier ungern entgehen lassen. Unten ist die Hauptmission. Fixe Aufträge ohne Ende. Nee, keine Feierei zu sehen. Also haben wir die Mission erledigt. Und ich weiß jetzt gar nicht, ich hätte eine Aufnahme, die 10 Minuten nur war. Und ich glaube, das war die hier vor. Mit so einem abrupten Ende drin. Also nicht abrupten Ende, mit so einem kleinen Sprüngli. Deswegen verabschiede ich mich aus dieser Episode. Und wenn es jetzt eine 30-Minuten-Episode war, dann ist das halt so. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Herzlich willkommen zu einer weiteren... Haha, nicht wirklich. Weil das ist der zweite Teil der letzten Aufnahme, wo ich mich auch verabschiede, so blöd. Also, ich habe in die Aufnahmen nachgeguckt. Das war nicht diese Aufnahme, sondern... zwei davor. Also, machen wir ganz normal weiter. Und ja, so eine Verabschiedung und ein zweites Hallo in der Episode ist ja... warum nicht? Hat ja nicht jeder. Jeder ist nicht so verpeilt. Naja, dann wollen wir jetzt mal weiter zur Main Mission. Fixaufträge nicht so die Lust habe, dass... nee. Blöde. Dafür haben wir alles andere soweit erledigt. Außer ein CDOS-Einbruch, glaube ich, haben wir auch alles Sammelbare. Autsch! Der ist stabil. Bumm! Ja, weggeblasen. Rum, 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 rum. Hup, hup, hup. Ja, ich bin der Typ aus dem Fernsehen. Ich bin voll berühmt, ey. Voll Fame. Rede die Fame-Bitch. Schnips, schnips, schnips. Abgefahren, abgefahren, abgefahren. Autofahren, Autofahren. Killer Zucchini. Ah. Huch, was war das denn gerade für ein krasser Effekt? Ist gerade die Textur neu geladen von trocken auf nass, oder was war das? Sah abgefahren aus. Vorne Fuji. Fuik, Fuik. Der sich ausbreitende Nassfilm auf den Texturen. Strommast fällt. Oh, gerade noch drauf gekommen. Wow, sind wir hoch.
Wieso machen die alle Lichthupe? Hier blitzt doch niemand. Aha. Huch. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, ach, der Ruf sinkt immer weiter. Oh, ah. Ups. Klack. Damit habe ich mir schon auch schon ein paar Leute aufgespießt mit diesen fliegenden Dingern. Kleine Schwester. Stimmt. Der Aufenthaltsort soll das hier sein. Soweit wir das zurückverfolgen konnten. Das sieht nach sehr viel Schießerei und Deckungsmöglichkeiten aus. Und wollen wir mal loslegen. Ich hab Nikki. Endlich. Und Damien weiß es nicht. Okay, jetzt schön vorsichtig. Er wird sie bewachen. Hoffentlich ist sie bereit. Okay. Legen wir mal los. Na toll, jetzt ruft natürlich noch jemand an. Pass gut auf dich auf, Dattin. Die haben wohl Fixer als Security angeheuert. Sie schießen erst und stellen dann keine Fragen. Ja, ich hack mich unter dem Radar rein. Die werden mich gar nicht bemerken. Versuchen wir da mal unbemerkt reinzukommen. Kopfschuss. Gibt es ja keine Kameras, wo wir reinhacken uns können? Oh, schauen wir da mal rein erstmal. Nee, auch nicht zu sehen. Kommunikator stören. Haben wir jetzt so den Kommunikator gestört, hat er gar nicht mitbekommen, dass wir ihn beschossen haben. Philipp Wich. Schwachstelle des Kommunikationssystems entdeckt. Ja, haben wir aber schon ausgenutzt. Das ist aber auch nicht der hellste, oder? Also so überhaupt nicht. Der reiht ja gar nichts. Huch, wer kommt denn da? Tja. Ja, guck mal woanders nach. Was? Okay, wir dürfen uns wirklich keinem Fehltritt erlauben. Das war jetzt echt traurig. Das, was ich da oben gelesen habe, das war nicht cool. Also gar nicht. Bitch. Platsch. Plutsch. Telefon. Pass gut auf dich auf, Dad. Die haben wohl Fixer als Security angeheuert. Sie schießen erst und stellen dann keine Fragen. Ja, ich hack mich unter dem Radar rein. Die werden mich gar nicht bemerken. So, dann hacken wir uns mal. Da ist sie. Soubrette in einem Amateurchor. Süß. Beruf Eventplanerin. Den müssen wir ausschalten. Geh ans Handy.
Nikki, ich bin's. Aiden, wo bist du? Hier sind überall Männer. Die Wache hier ist... Keine Ahnung, was passiert ist. Hör zu, ich weiß. Ich hole dich raus. Du bleibst am Telefon und ich führe dich. Nein, die finden mich. Nikki, da ist deine Waffe. Steck sie bitte ein. Nur für den Fall. Nicht die kleine, die große da am Fußboden. Das ist verrückt. Aiden, ich weiß nichts über Waffen. Geht doch. Ich hab geschossen. Wir müssen weiter. Hör auf meine Stimme. Ich glaube, er ist tot. Nikki, hör mir zu. Wir müssen schnell machen. Ich werde dich sicher führen. Okay. Er hat noch geatmet. Der Mann eben. Ich glaube, er atmet noch. Sollten wir einen Krankenwagen rufen? Dö. Weil ich ihn getötet habe. Ich glaube, er ist tot. Ich wollte das nicht. Sie ist einfach losgegangen. So, Hilfe kann er nicht mehr rufen, der Kamerad hier. Nikki, wir kriegen das schon hin. Lass mich hier erst einmal... Sie muss hier rüber auch noch. Hast du sein Gesicht gesehen? Er konnte es nicht glauben. Er hat mir gestern noch Decken gebracht. Lass uns umkehren. Wir können ihn noch retten. Nikki, hör auf meine Stimme. Zuerst müssen wir dich rausbringen. Ja. Okay. Ja. Fuck, nein! Meine Ladung geht gleich hoch. Ja, los, mach. Wenn du das tun kannst. Los. Na, fuck. Das ist doch kein Leben. Ist das dein Job? Du tötest Menschen? Hey, das tust du nicht. Oder? Okay, bereit. Bewegung. Gott, okay. Los geht's. Jetzt, los. Alles klar. Los, schnell. Okay, Nikki, wir haben es fast geschafft. Da vorne ist das Auto schon. Ist nicht so passend. Okay, los. Bereit. Los, los. Gott. Kopf runter. Okay, los geht's. Vorwärts. Alles klar. Er versucht zu fliehen. Okay, jetzt. Los. Bewegung. Oh. Keine gute Situation. Muss die irgendwie ablenken. Na, fuck. Okay, versuchen wir erstmal ein bisschen da aufzuräumen. Aber jetzt wissen wir, was diese... Puh,
Das wird ein hartes Stück Arbeit in der nächsten Episode von Watch Dogs. Also ich hoffe, es hat euch gefallen mit den... Das hier ist, glaube ich, die zweite Abmoderation in dieser Episode. Also bis dahin, bis morgen. Dann versuchen wir Niki aus dieser Scheiße zu holen. Bis morgen.